Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Und damit, ich bin ein bisschen nervös, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Let's Play. Zum lang erwarteten Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Freunde, 6 Jahre nach dem Release dieses monumentalen Spiels Breath of the Wild dürfen wir nun endlich den Nachfolger spielen. Auf der Nintendo Switch. Wer hätte das gedacht? Ich hätte gedacht, dass der nächste Teil erst auf einer neuen Konsole kommt. Aber nein. Es ist Wahnsinn. Ich bin wirklich nervös. Es ist für so einem monumentalen, epischen Projekt habe ich immer so richtig... Ja, Herzrasen, so, wird das alles gut? Kann ich allen Ansprüchen genügen? Wird das Spiel geil? Ich meine, das ist das größte Release, glaube ich, so rein von der medialen Aufmerksamkeit seit Mario Odyssey, vielleicht Mario Maker 2, aber alles, was Nintendo danach gebracht hat, hatte einfach nicht diesen monumentalen Umfang. Und allgemein das Gefühl, ein neues The Legend of Zelda zu spielen, ist immer unbeschreiblich, unbeschreiblich. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber... wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Sehr gerne. Also, das Ganze spielt direkt nach The Legend of Zelda Breath of the Wild, beziehungsweise vielleicht auch mehrere Jahre danach. Ich weiß es nicht mal genau. Aber zumindest ist es ein Nachfolger, ein direkter Nachfolger von Breath of the Wild. Zelda hat sich ja auch schon in der Story von Breath of the Wild so als Forscherin herausgestellt, die sehr, sehr, sehr viel Spaß daran hat. Und anscheinend erforschen sie gerade den Untergrund von Schloss Hyrule, weil hier irgendwie schwarzes Miasma wurde es genannt. Irgendeine Art Krankheit, Nebel, irgendwelche Kräfte hier aus dem Boden stürmen und die beiden erkunden das. Und warte mal, hat mein Master Sword gerade angefangen zu leuchten? Link! Das Masterschwert. Warte mal, schaut mal, da ist sogar ein Gesprächslog. Ach krass, da kann man sich nochmal das ganze Gespräch anzeigen lassen, dass wenn man mal eine Textbox irgendwie zu schnell wegdrückt. Ein cooles Feature. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Okay. Schwert schwingen. Jo, sehr schön. Steuerungstechnisch? Ja, also 1:1 Breath of the Wild Steuerung. Man fühlt sich direkt zu Hause. Man merkt, dass das Ganze auf derselben Engine aufbaut. Finde ich aber auch gut. Ich habe damit absolut kein Problem. Aber was mich sehr stutzig macht, Freunde, wir haben 30 Herz-Container. Wir haben auch den vollen Ausdauer-Container. Ich habe das ganz böse Gefühl, hier geht es gleich eine richtig fette Katastrophe, weil ich glaube nicht, dass wir dieses The Legend of Zelda mit 30 Herz-Containern und voller Ausdauer starten. Irgendwas muss doch passieren, dass wir jetzt gleich all unsere Herzen verlieren, oder? Ruinen. Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Das weiß ich nicht. Aber hier sieht man auf jeden Fall diese tannenzapfenartigen Gebilde, ne? Welch kurioser Ort. Man kennt das aus den Ruinen, glaube ich, im Dschungel, im Breath of the Wild. Gab es da nicht auch genau diese Symbole? Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll.
in einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Mhm. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Okay, irgendein Volk, was über den Wolken gelebt hat. Mein erster Gedanke ist da direkt Skyward Sword, was ja auch so in der Himmelsloft, in der Skyloft gespielt hat, was ja auch über den Wolken war. Sieh nur die Statuen hier. Die sind ein bisschen aus wie Erdmännchen, wenn ihr mich fragt. Ob diese Statue ein Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren. So sahen sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Okay, hier sind auch irgendwie so Texte. Aber da kann ich noch nichts machen. Ich zück mal wieder mein Master Sword. Ein Schild habe ich nicht. Ich check mal die Menüs ab. Okay, Speichern, Laden, Einstellung. Alles klar. Okay, ein Inventar scheine ich noch nicht öffnen zu können. Okay, aber oh. Okay, pfeifen kann man. Oh boy. Oh boy. Einen wunderschönen guten Tag. Ah, okay. Es gibt sogar echt diesen krassen Master Sword Sound. Dieses Doom, was man so kennt. Alles in Ordnung, Link? Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder... Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Juliana wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen... wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich! Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell! Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Ob ich das so eine gute Idee halte, bin ich mir noch nicht so sicher. Aber das hier, das ist doch genau die Textur, die in Breath of the Wild verwendet wurde, wo man etwas mit Bomben sprengen kann.
Hat Link nicht noch irgendwie sein Bombenmodul dabei, dass wir das hier aufsprengen können? Weil dann könnten wir noch nämlich den Rest hier sehen. Ja, weil hier sieht man, das ist auf jeden Fall Ganondorf, der seine Truppen in die Schlacht schickt. Und da sieht man ja, dass da so sonnenförmig irgendwie so Ding kommen. Und das sieht mir sehr nach dem aus, was Ganon auf dem Rücken hat. Es sieht irgendwie so aus, als ob Ganon den Krieg gewonnen hätte. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich schaue mich hier nochmal ganz kurz weiter um. Ich finde auch, dass hier diese kleinen Punkte, Symbole, die so um diesen Sona drumherum sind, das sieht aus wie Tränen. Vielleicht kommt daher der Name Tears of the Kingdom. Und hier bei dieser Hochzeit zwischen einem Hylianer und einem Sonau gibt es dann auch diese zwei Tränen. Also irgendwie kann ich mir vorstellen, dass daher der Name dieses Spiels kommt. Tears of the Kingdom. Okay, gehen wir weiter. Oh, schaut mal. Gehen wir weiter rein. Aber hier ist noch mehr von dieser, von diesem, wie hieß das? Nee, nicht Sonau. Miasma. Das war der Name. Hieß es nicht, dass es gefährlich ist, wenn man mit so viel davon in Kontakt kommt? Ist das wirklich eine gute Idee, wenn wir hier reingehen? Ich traue dem Braten gar nicht, Freunde. Aber Zeldas Entdeckerdrang scheint ungebrochen zu sein. Und die Musik ist auch richtig bedrückend hier unten. Oh boy. Das sieht gar nicht gut aus. Die Musik. Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz vorsichtig. In Ordnung. Was ist das? Thank you.
Steine zu bohren. Was ein Intro! Oh, das ist ja komplett aus den Fugen geraten. Ich bin richtig sprachlos, holy shit. Und habe ich das richtig gesehen, dass die Hand ein Eigenleben entwickelt hatte? Holy shit. Wir haben richtig lange Haare. Das heißt, wir müssen richtig lang ohnmächtig gewesen sein. Sag nicht wieder 100 Jahre. Du bist also erwacht, Link. Oh, ganz ungewohnt, eine männliche Stimme jetzt zu hören. Zelda hat mir viel von dir berichtet. Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Ach krass, unser Arm wurde wirklich abgenommen. Link, wurde wirklich der Arm amputiert. Gott, was ein Anfang. Holy shit. Okay. Wow, dass das Spiel so ein richtiges spielbares Intro und alles hat. Mega cool, weil Breath of the Wild startete ja damit, dass man einfach gar nicht wusste, was los ist. Aber hier geht's ja mal richtig ab. So, das hier ist das kaputte Master Sword, oder? Das sieht nicht gut aus. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Okay. Einfach komplett das Master Sword zerstört. Angreifen mit Y. Okay. Ja, doch. Das kennen wir. Also wie gesagt, steuerungstechnisch fühlt es sich bisher komplett wie der Vorgänger an. Dementsprechend gar keine, wie soll ich sagen, Probleme, sich hier einzufinden oder so. So, ich gucke mich jetzt irgendwie um, ob es hier irgendwo was gibt. Oh, schaut mal hier, das sieht ein... Was ist denn das? Hier ist so richtig Technik auch an der Seite und alles, ne? Und was bist du? Tropfen wir? Hat uns das irgendwie nass gemacht? Oder weil wir gerade noch im Wasser waren vielleicht. Oh, okay, jetzt dreht sich das Ganze. Damit kann man wohl so eine Art Mechanismus aktivieren. Das ist eine Art Schalter. Okay. Ich habe verstanden. So. Und jetzt, ich weiß gar nicht, also ich habe nur noch 3 Herzen. Habe ich Ausdauer? Ja, doch, Ausdauer habe ich schon, ja. Aber hier können wir nicht klettern. Doch, können wir. Ah, okay, aber ich komme da nicht hoch. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe irgendwie Angst, hier irgendwie eine Art Secret oder so zu verpassen. Mal sehen. Abspringen. Okay. Gefühlt schwimmen wir ein bisschen schneller. Rein gefühlsmäßig. So, da lernen wir jetzt wahrscheinlich das Klettern. Genau. So, Springen haben wir auch. Wir haben einen Ausdauerbalken, also quasi das ist ganz gewohnt. Und hier kann ich wieder springen. Ich habe das Gefühl, diese Sprungbretter sollen uns hier gezeigt werden. Weil die wahrscheinlich irgendwie im Laufe des Spiels wahrscheinlich noch häufiger vorkommen.
Dafür ist das Tutorial ja da. Yo, hier einfach nochmal. Oh mein Gott. Yeah. Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Auch richtig schön, wie das Wasser jetzt wieder so runtergeplätschert ist. Weil wir jetzt quasi einen großen Einschlag hatten im Wasser. Voll cool. Und ich glaube, da vorne ist unsere erste Truhe. Let's go. Oh, damn. Okay. Wir können es mit unserer Hand öffnen. Altes Beinkleid. Einfache und klassische Beinbekleidung. Sie ist zwar schon abgenutzt, aber erfüllt noch ihren Zweck. Die Sandalen sind etwas mühselig zu schnüren. Waffen und Kleidung rüstest du im Menü aus. Ah. Ah, und das ist jetzt das neue Menü. Okay. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ich meine, klar, noch sehr ähnlich zu dem davor. Aber doch nochmal schön überarbeitet. Cool. Ist hier nochmal irgendwas? Ist hier vielleicht nochmal irgendwo eine geheime Truhe oder so? Wir können ja vielleicht später nochmal zurückkommen. Oh, da geht's jetzt raus. Oh mein Gott. Das ist derselbe Moment wie im Vorgänger, ne? Oh, da, wo man dann das erste Mal die Welt sieht. Boah, let's go. Ich kann hier auch abspringen. Boah, was sehen wir denn schon? Da vorne ist, das ist wahrscheinlich der Vulkan. Und wahrscheinlich Eldin. So, sehen wir hier noch irgendwas im Süden? Ach, da, warte mal, das sieht aus wie die Gerudo-Hochlande. Das sieht aus, als ob wir über der Wüste wären, oder? Boah, ich hab doch keine Ahnung. Das ist aber... Gibt es noch einen Vulkan? Nee. Weil ich meine, die Wüste und der Vulkan, die waren diagonal. Aber das sieht eindeutig aus, oder? Boah, ich weiß nicht. Freunde, springen wir. Springen wir! Oh! Yes! Da hinten ist ein Drache! Da hinten ist ein Drache! Oh, die Musik! Wow, 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 wow! The Legend of Zelda Tears of the Kingdom! Boah, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Zum Beschleunigen erhalten. Ich will gar nicht. Okay. Zack. Oh mein Gott, es geht einfach los. Wir sind in der Welt. Sie sind erstmal so Seerosen, auf denen man stehen kann. Sehr schön. Oh. Boah, es gibt schon da tausend Orte, wo ich jetzt irgendwie gern hinlaufen würde und was ich mir gern angucken würde. Oh, ich bin unter der Seerose. Okay. Boah, wir müssen jetzt so viel erkunden. Wir müssen so viel anschauen, Freunde. Was haben wir denn hier? Eine Rute. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts. Zumindest kann man ihn umherschwingen und auf Monster werfen. Waffenschnellauswahl. Ah, okay, wieder mit dem Steuerkreuz. Ah, okay, das ist das Menü. Aber das zerfressene Masterschwert auch. Und das ist, die haben beide so ein Messersymbol. Wahrscheinlich soll das irgendwie so zeigen, so Einhand-Nahkampfwaffe oder so. Vermute ich mal. Riecht stark. Okay, komm, wir folgen jetzt mal dem vorgeschriebenen Weg. Ob wir irgendwas Spannendes finden, ne? Boah, der Drache da hinten. Ist das einer, den wir kennen? Ist das Farodra, Nydra oder Eldra? Oder gibt es jetzt vielleicht auch neue Drachen, die sich erhoben haben? Aber wieder auch so richtig präsent, da im Hintergrund fliegt so. Soll einem direkt gezeigt werden. Ach, Achtung, Spieler. Hier gibt's Drachen, die hier umherfliegen. Okay. Okay, so, hier haben wir nochmal eine Route. Nehmen wir uns natürlich auch sehr gerne mit. Dann haben wir einen Apfel. Oh, ich glaube, das ist schon unser erster Gegner da vorne. Ach du Scheiße. Hey, wir können über alles reden. Oh, ich kann mit dem Master Sword kämpfen, ja. Zack. Okay, direkt unser erster Flurry Rush. Let's go. Oh. So, eben ist mein Master Sword kaputt gegangen. Das ist ja etwas ärgerlich. Aua. Du Sau. Okay, wir finden viele Stöcke. Wir finden sehr viele Stöcke. So, was haben wir jetzt hier? Alpha-Krieger-Konstrukt-Horn. Okay. Ein klingenähnliches Horn, das sehr scharf ist und mit Vorsicht gehandhabt werden sollte. Sonau-Energiesphäre. Material, das unter anderem Konstrukten als Energiequelle diente. Es strahlt eine starke Kraft aus. Okay. Ah, passt auf. Ich habe jetzt aber noch nichts wahrscheinlich, um den Baum zu fällen. Nee, ich glaube, in der Route kann ich den Baum nicht fällen.
Aber ich will die Äpfel hier haben. Moment, den will ich auch noch haben. Sehr schön. Und hier haben jetzt auch schon ein Gebäude. Oh, hier liegt was. Was bist du denn? Ein einfacher Stock. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist. Gut zu greifen und aufgrund der Gewichtsverteilung leicht zu handhaben. Du kannst ihn ausrüsten und als Waffe verwenden. Cool. Boah, Freunde, schaut mal. Oh, was wir hier schon alles sehen. Habe ich noch irgendwelche anderen Menüs? Ah, schaut mal hier. Wenn ich jetzt noch Steuerkreuz nach oben drücke, dann komme ich hier in so ein, in direkt ins Item-Menü. Spannend. Kann ich da jetzt irgendwie direkt so einen Apfel essen? Wählen. Sortieren, auf dem Boden abbrechen. Nee. Kann den Apfel noch nicht essen, okay. Also wenn ich was essen will, muss ich das immer noch über das Menü wahrscheinlich machen. Genau, Materialien. Hier, zack, essen. Und schaut mal, hier gibt es ein Rezept auswählen. Es gibt jetzt ein eigenes Rezeptmenü. Okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall anders. Man muss nicht mehr alle Rezepte auswendig im Kopf haben. Man kann die sich jetzt wohl irgendwie wahrscheinlich abspeichern oder so. Oder vielleicht kann man da bereits gekochte Rezepte dann quasi wiederholen oder so. So, hier sind Pilze. Himmelspilz! Ein gewöhnlicher Pilz, der in der Nähe von Bäumen auf Himmelsinseln wächst. Iss ihn, um deine Herzen aufzufüllen. Ja, sehr gerne. Und was bist du? Bist du wieder ein Gegner? Nee. Untersuchen. Sieht aus wie ein Dino. Dino-Konstrukt. Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Gefühlt weiß schon wieder jeder Bescheid, nur wir nicht. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Ihre Sheikah Slate. Das ist das Pura-Pad. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Okay, aber das heißt, Zelda muss irgendwie mit all denen kommuniziert haben. Ich meine, Zelda ist ja da in diese Tiefe gestürzt. Aber die muss wohl noch irgendwie mit vielen... Oder vielleicht lebt sie ja noch. Vielleicht ist sie ja gar nicht in Gefahr. Die scheint ja hier mit jedem irgendwie in Kontakt zu stehen. Pura-Pad. Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für einen Abenteuer... Für einige... Was ist... Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Okay, auf Minus öffne ich das. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, ne, der auf der Karte des Pets angezeigt wird. Dann ist die gar nicht in Gefahr, dann lebt sie. Ich war irgendwie der festen Überzeugung, dass sie irgendwie in Gefahr ist. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Das hier ist der Garten der Zeit. Und das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurde an dieser Stätte... Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Da drüben ist noch so ein Diener. Die Suche nach Zelda. Okay. Oh, Wahnsinn, Freunde. Wahnsinn. Aber Links Frisur sieht gut aus. Also ich weiß nicht, ich finde, ihm steht das. So richtig wilde Mähne, so löwenmäßig. Und da, ja, okay, also auf jeden Fall immer, wenn wir diese großen, hier diese Dinge sind, das sind quasi so Schalter, ne? Diese großen kreisförmigen Sachen. Ja, Freunde, sehr, sehr, sehr begeisternd. Leider ist unsere Zeit an der Stelle schon um. Was bist du denn? Sono-Energiesphäre, das ist eine, quasi so eine Diener-Statue, die kaputt gegangen ist. Leider ist unsere Zeit schon um. Wir werden hier dann direkt beim nächsten Mal weitermachen. Ich kann es nicht erwarten. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf dieser Reise. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem ersten Part von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es geht zeitnah weiter. Also abonniert gerne. Und noch ein ganz liebes Dankeschön an Hykris Shi und JT90PRL für eure Riesenkanalmitgliedschaft.